Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge For Honor. Wir haben in der ersten Folge mit der Walküre gekämpft, dann haben wir mit dem Plünderer gekämpft. Jetzt kämpfen wir mit der Berserkerin gegen einen Plünderer. Das kann für uns schon mal böse ausgehen, weil der ist halt einfach ein Monster, ne? Huch. Okay, komm, greif an. Greif an. Dann mach ich's halt. Na ja, okay. Dann machen wir's halt so. Ich glaube nicht, dass die nächste Runde auch so einfach wird. Jetzt wird er sich nämlich mehr Mühe geben. Runde 2. Oh nein. Ah, das ist gut. Der möchte fair kämpfen. Und bumm. Oh, okay. In den Rücken. Jawohl. Er muss aggressiver sein mit dem Plünderer. Das klappt so nicht. Muss aggressiver sein und sich darauf verlassen, dass der Plünderer ein bisschen was aushält. Na komm. Hast keinen Bock mehr? Der will nicht. Okay. Hey, ist ein Baum im Weg. Der hatte keinen Bock mehr. Da sind wir beim nächsten Duell. Wir spielen gegen eine Rittermeuchlerin. Das ist schon wieder schwierig. Aber kriegen wir hin. Das war ein bisschen knapp. Das Gute ist, dieser Überkopfschwinger ist nicht blockbar. Der ist nur parierbar und parieren ist ziemlich schwer. Und wenn der Gegner gerade in einem Angriff drin ist, kann er eh nicht parieren. Ich muss mit dem Berserker lernen auszuweichen. Der spielt sich halt komplett anders als die anderen. Okay.
Dann machen wir es so. Das zur Seite weg ausweichen beim Berserker ist halt gut. Blocken kannst du mit dem nicht so geil. Kannst du schon, aber ausweichen bringt mehr. Komm. Es kommt die mit ihren schnellen Angriffen an. Das ist das Problem an den Meuchlern und an den Speerhainis. Wenn sie am Verlieren sind, drücken sie die ganze Zeit schnelle Angriffe und dann hat sich das für die nämlich erledigt. Na, das klappt dann einfach hundertprozentig. Aber den kriegen wir jetzt. So eine Spielerei machen wir hier nicht mit. Damit hast du nicht gerechnet, oder? Damit auch nicht. Boah, hört doch mal auf mit der Scheiße hier. Ich kann das nämlich auch. Einfach die ganze Zeit schnell angreifen. Das geht ganz einfach. Immer nur eine Taste. Hier ein Stern. So. Neues Duell, neuer Gegner. Titus 1992. Wann er wohl geboren wurde, man weiß es nicht. Er spielt einen Samurai. Bin mal gespannt. Weil gut bin ich mit dem Berserker nicht. Nee, kannst du vergessen. Er will chargen, wie jeder Orochi es macht. Oh, oh, oh. Kannst du vergessen. Und flawless. Und Kopf ab. Brauchst du eh nicht mehr. Sehr schön. Er kommt nicht so gut klar mit seinem Samurai. Ach so, den FPS-Counter oben rechts, ja? Wenn euch der stört, mache ich ihn weg. Ich weiß nicht, warum Shadowplay das neuerdings einfügt, aber wenn es euch stört, dann muss ich das irgendwie anders lösen. Okay, dann macht er halt schnelle Angriffe. Das sind die Leute, wenn sie verzweifelt sind, dann drücken sie einfach bloß noch schneller Angriff. Okay, den kriegen wir trotzdem. Ein bisschen mehr aufpassen. Wir können halt nicht nach rechts rollen, wenn er nach rechts angreift. Das ist das Problem. Daran muss ich denken. Und du kannst ja wohl vergessen, dass wir hier auf der Brücke kämpfen. Machen wir es so. Nee? Gut, dann machen wir es so. Und rolle! Machen wir es so. Er hat mich an der Schulter getroffen. Ich blute, Hilfe!
Der Überkopfschwinger ist halt der perfekte Opener, ne? Wenn sie nicht ausweichen, kriegen sie aufs Maul. Das ist nicht zu blocken. Und auch nicht zu unterbrechen. Das ist das Wichtige. Komm. Kommt da wieder an mit seinen schweren Angriffen, ey. Ich wusste, dass es passiert. Beim Überkopfschwinger, ja gut, da steckst du halt ein, ne? Musst du mit rechnen. So, jetzt kommen wir, bombardieren den jetzt einfach. Arsch lecken. Links und rechts und links und rechts. Du ein bisschen knapp. Ja, komm, hier auf 4 Sterne. Wir sehen uns im nächsten Duell. Wir spielen gegen Ragnarok. Prestige 1, yay! Aber er ist deutsch. Schauen wir mal. Okay, dann brenne ich wieder. Ein Blödsinn. Ja, Prestige. Prestige 1, ne? Machst du nix. Runde 2. Ich hab natürlich ins Team geschrieben eben. Das bringt sehr viel, kann er ja lesen dann. Ich will hier hoch. Da kannst du mich nicht schubsen. Vielleicht doch. Vielleicht doch. Ja, gegen Prestige 1 machst du halt nichts. Ist einfach Fakt. Ich verstehe auch das Matchmaking-System gar nicht, Leute. Warum spielt man mit Level 3, Level 4 gegen Prestige 1, 2, 3? Das ist doch Blödsinn, oder? Habe ich zumindest so das Gefühl, dass das Blödsinn ist. Wir machen jetzt mal was anderes. Nee. Warte, da kommt der Schwinger. Das kostet ihn aber Ausdauer. Das kostet ihm aber Ausdauer.
Das kostet ihm Ausdauer. Das müssen wir ausnutzen. Wir müssen unsere Geschwindigkeit ausnutzen, das ist es nämlich. Wir müssen unsere Geschwindigkeit ausnutzen. Das ist das Gute am Berserker. Du hast Geschwindigkeit, du musst sie nutzen. Gegen Samurais klappt das nicht so gut, aber gegen Ritter klappt das schon. Ja, dann schwing den Schwingel. Gibt's doch nicht, ey. GG. Das Matchmaking. Gut. Wir beenden aber hier trotzdem diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe an dem Spiel super viel Spaß. Wenn ihr Spaß hattet, lasst doch einen Like da. Oder vielleicht sogar ein Abo. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.